Herzlich willkommen zurück bei Anno 1602. Gerade ist mein Schiff angekommen, das ein paar nette Jungs dabei hat. So, du kannst schon mal wieder zurückgondeln. Du wurdest repariert, das ist schön für dich. Du kannst dann gleich die nächsten Einheiten mitnehmen und ihr marschiert erstmal hier rüber. So, und dann wird das weg mal weggeböllert hier. Jawohl, mein Fürst. Ein Schiff. Was macht ihr da? Holy shit. Zu Diensten, mein Fürst. Holy Guacamole. Eine Einheit wurde ausgebildet. Ja, pass auf, ich glaube, ich werde die Stadt nochmal abreißen, deswegen können wir hier mal kurz durchböllern, ne? So, hier damit weg. Das weg. Das weg. Das. Die Hütte da und die. Und die auch. Und die auch. Das weg. 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 So. Weg mit den Türme. So, dann haben wir das. Dann hauen wir hier erstmal den unwichtigen Scheiß alles weg. Achso, ja. Sollte vielleicht auch abladen. So. Marktplatz. Für unseren Herrscher! Dann. Folgendes, das können wir hier alles ja so ein bisschen so beibehalten. Müssen vielleicht euer Volk hungert. Ach, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich dachte schon, es wäre jetzt irgendwo was Wichtiges. Ja, mein Volk, das hungert. Das arme Volk. Das arme Volk. Das arme Volk. Wurde eben erst übernommen und jetzt muss es schon hungern. So, das passt doch so viel besser, würde ich sagen. Mir fällt auch gerade ein, hier, ihr könnt mal weg. Was vielleicht noch mehr Sinn ergeben würde, ist, wenn wir das so rummachen. Och, schon wieder kein Holz hier, es ist das für ein Saftladen, also wirklich. Erstmal hier ein neues Kontor drauf zu machen, das kann man sich ja nicht antun. So, ist doch gleich viel besser. So, 1, 2. Hier haben wir 3. Ja. So. So. Getreide. Los Becerros Grande. Dann haben wir für die beiden ein und hier kommt da jetzt auch noch einer hin. So, hier einmal, da und da noch einmal, den hier rüber. So. Und dann muss ich erstmal hier diese hässliche Mauer wegreißen, das geht ja gar nicht. Das ist ja eine Beleidigung für mein Auge. So, ihr könnt weg. Weg damit. Weg. Weg mit die Viechers. So. Dann packen wir hinten gleich nochmal einen Marktplatz hin. Und ich würde vorschlagen, wir bauen mal ein, zwei Holzfäller. Folgendes, der Bäcker, der kommt auch noch mal hier unten hin. Der stört mich da. So. Forsthaus. Ja, 1, 2. Nicht schön und nicht effektiv, aber zweckmäßig erstmal. Hier ist ein bisschen abgerundet, ist alles. Sich ein bisschen besser einfügt in die Natur. So, dann kommen hier noch zwei nette kleine Häuschen hin. So, 1 und 2.
bleibt aus. Eure Felder verdorren. Hier rüber, darüber. Optimal. So, dann haben wir hier zumindest. Es fehlt an Kakao. Zu Diensten, euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Es fehlt an Kakao? Ach so, weil das Schiff hier beschäftigt war. Der ist wohl ein bisschen überladen. Ist aber gar kein Problem. Denn es wird jetzt eh alles von hier. Nee. Theoretisch können wir das ja auch alles hier lassen, ne? So, der ganze Quatsch muss aber auch nochmal weg. Genauso wie das hier. Oh scheiße, jetzt habe ich ja meinen Hafen weggerissen. Das war nicht so schön. So, Steine wieder abladen. Können wir hier rüber wieder cruisen. Du kannst dich wieder reparieren. Gut, die Einheiten sind halt da mal die Einheiten. So. Zu Diensten, mein Fürst. Zu Diensten, mein Fürst. Ach stimmt, genau. Stoffe wollen sie haben. Die elendigen Gierschlünde. So, Holz können wir gleich nochmal holen. Steine können wir nochmal mit rüberholen. Hier, das alles, das alles, das alles. Einmal alles rüberfahren hier. Ja. Machen wir das hier alles weg. So. Ein Haufen Müll haben wir offensichtlich noch hier. So, was könnte ich anbauen? Nur Tabak. Ja gut, dann machen wir das doch. Ich denke, das lässt sich einrichten. Moin Schiff, schön, dass du da bist. Bitte laden Sie einmal all Ihre Ressourcen auf dieses Kontor. Genau, oben drauf bitte. So. Fangen wir hier schon mal an, unser Erz zu fördern. So. So, Tisch alles weg. Können wir hier nochmal ein paar Fischers hinsetzen. So. Oh, hätte ich direkt eine Tiefe bauen sollen, ich Idiot. Nix gut. So, dann das einmal alles abladen. Dann können wir direkt eigentlich auch einen Steinweg draus machen. Der Marktplatz kann dann wieder weg. Und dann fangen wir schon mal an mit der Tabakproduktion hier. So. Eins. 2. Der Konkurrent. Muss sagen, da war irgendwo ein Fehler gerade. Das sah gerade irgendwie nicht richtig aus. So. Viel wichtiger ist aber, dass wir erstmal Schaffarmen hingesetzt bekommen. So, und hier noch. Und dann, müssen wir mal gucken, wie wir hier hinten nochmal einen Marktplatz hingesetzt bekommen. Setz die Vorsegel! Setz die Vorsegel! Gib Breitseite! Dum, dum, dum.
In die Wanten. So. Perfekt, Steine sind abgeladen. Kannst eigentlich auch gleich wieder zurückfahren. Oder nee, dafür habe ich nicht genügend Holz. Aber hier hätten wir genügend Holz. Das übernimmst aber mal du. Das Schiff, du. Schiffsreparatur beendet. Kein Holz. Kein Holz. Es fehlt an Kakao. Setzt neuen Kurs. So, pass mal auf. Du übernimmst diese Route hier. In die Wanten. So. In der Zwischenzeit. Schiffsreparatur beendet. Du Schiff, du nimmst jetzt hier mal alles mit. Knarzt nochmal hier rüber. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Mehr Platz habe ich dafür nicht. Halt, stopp. Der Konkurrent erweitert jetzt seine Flotte. Kurs. So, Holz. 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 Noch mehr Holz. Kakao ist Mangelware. Und noch mehr Holz. Noch ein Holz. Und hier unten haben wir noch ein Holz. Perfekt. Gut, Vulkanausbruch war nicht hier. Dann ist mir egal. Setzt neuen Kurs. So, ja, Mensch. Der Klassiker. Wieder mal vergessen, hier die Fischer zu verbinden. Schiffsreparatur beendet. So, jetzt dürfen wir erstmal genügend Ressourcen hier haben, um ein bisschen was zu ballen. So. 1, 2, 3. Dann kommt hier die Webstube hin. Das hier wird wieder alles weggerissen. So. Tabak wird produziert. Folgendes. Ihr seid jetzt ja sowieso alle total downgegradet. Da kann ich jetzt ja die Stadt auch nochmal komplett abreißen und nochmal neu bauen hier. So. Marktplatz kommt dahin. Du kommst weg. Und hier oben packen wir noch einen Marktplatz hin. So. Das kommt weg, das kommt weg. Das beides kommt weg. Und was aber dafür hinkommt, ist hier eine Reihe an Häusern. Hier eine Reihe an Häusern. Und hier eine Reihe an Häusern. Wir bauen heute mal ein bisschen anders. Aber mal um zu gucken, was passiert. So, und was mir gerade eingefallen ist, das hier macht irgendwie keinen Sinn. Oder doch, es macht schon Sinn, aber ich brauche ein bisschen Platz für den ganzen Quatsch hier. So, Steine. Arzt. Schule. Und das war's. Und brauchen wir eigentlich doch nur noch Häuser. So. Noch mehr Häuser. Obwohl, das lassen wir mal. Nein. Ach, komm her. Jetzt. Steine kriegen wir schon noch irgendwie ran. So ist ja nicht. So, hier, da längs, hier rüber, darüber. Hier, mehr Häuser. Mehr Häuser, mehr Häuser, mehr Häuser, immer mehr Häuser. So, perfekt.
Und dann kommen wir mal hier auf die Rückseite. Da so hin. Ach, da stand ja noch einer. Mensch, den haben wir jetzt zu spät gesehen. Egal. Ist nicht mehr da. Haben wir nie gesehen. So. Zwei Steinmetze haben wir dann. Steuern erhöhen. Tabak haben wir, Nahrung haben wir. Kaufen wir aber nicht ein hier. Verkaufen tun wir auch nichts. Nahrung haben wir. 144 Tonnen. Ich denke, das wird auch erstmal reichen, was wir hier haben. Dann Tabak kriegen wir. Alkohol. Folgendes. Ich habe doch hier irgendein Schiff. Ja, ich hatte hier ein Schiff. Glaubt das? Ich glaube nicht, ne? Oh, was du warst das. Genau, du fährst nämlich jetzt von hier nach hier. Legst den Alkohol ein, legst ihn hier wieder aus und dann cruist du mal bitte los. Und du... Oder... Nö, pass auf. Du nimmst hier den Alkohol raus. Du transportierst keinen Alkohol mehr. Hast du mich verstanden? Setz die Vorsäge! So, hier haben wir noch massigst Alkohol, das ist okay. Eigentlich könnten wir hier auch Alkohol produzieren für die Zweitinsel. Ich denke, dass das machen wir. Komm her, dann. Komm her. So. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Dann können wir hier, denke ich, auch mal ein bisschen was aus dem Sortiment nehmen. Ich glaube, so viel Stoffe werden wir nicht brauchen. Sicherheitshalber fange ich trotzdem erstmal hier hinten an mit der Weinproduktion. So, zack. Eins, zwei, drei, vier. So. Marketplatze. Marktos Platzos Grande. So. So, Kakao ist Mangelware. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? So, eins, zwei, drei, vier, fünf, so in etwa. So. Oh mein, da habe ich mich verbaut. Wow. Yeah. Guck mal. Wie ganz wunderbar schön ich das jetzt hier gemacht habe. So. Du, Schiff. Fährst jetzt ab sofort von hier Alkohol holen. Ich denke, das sollte reichen, was ich jetzt hier aufgezogen habe. Warum haben wir eigentlich hier... Du warst für Kakao zuständig. Ach, da oben war rot. Hm, okay. Ach, sehr schön. Die Kakao ist Mangelware. Entwickeln sich hier fleißigst weiter. Das finde ich gut. Wir machen Plus mit denen. Ankerlichten! Du bringst Alkohol theoretisch. Das ist auch okay. Werkzeugstein Holz. Ist Mangelware. Ja, okay, ich glaube, ich muss mich erstmal um den Kakao kümmern. Ansonsten wird das hier nichts mehr. 2000 Einwohner brauche ich, haben sie gesagt. Dann kommt mir dieser arme kleine Holzfäller hier weg.
seiner Existenz beraubt. Und wird durch diese formschönen Quadrathütten ersetzt. So. Muss alles seine Richtigkeit haben hier. Zack. Auch einmal hier so einen komischen Weg drum gemöbelt. Was fehlt euch? Ein Wirtshaus fehlt den Jungs. Ein Wirtshaus. Na gut. Den hier unten wird auch ein Wirtshaus fehlen. Des Weiteren wird den eine Schule fehlen. So. Du reparierst dich dann jetzt erst mal. Mit etwas Glück reicht das dann sogar für die 2000 Einwohner. Habe ich jetzt nicht nachgerechnet, ich habe jetzt einfach geschätzt. Ein Schiff wurde repariert. So, Badehaus Kakao brauchen wir hier nicht. Kirche haben wir. Piraten haben wir auch, sehr schön. Freibeuter lauern euch auf. So, Piraten hatten wir. Ankerlichten, setzt neuen Kurs. So. Dann fährst du mal bitte hier hin. Lädst mal das beides ein. Jo. Und ihr seid gefälligst mal ein bisschen zufriedener, dass ihr schneller wächst. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Sollte machbar sein, denke ich. Hier müssen wir noch auf die 4000 hochkommen. Auf die 2000 meine ich. Was sage ich immer mit 4000? Dum, 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 dum. Da. Dali. Ich muss sagen, dafür, dass ich ganz am Anfang der Partie irgendwie Sorge hatte, dass ich das finanziell schaffen kann, sieht es ja jetzt doch recht. Also sah es doch eigentlich permanent übelst gut mit den Finanzen aus. Ich meine, wir machen ja einfach nur todesviel Gewinn. So. Können wir gleich noch mehr Tabak-Lanes hochziehen. So. So. Damit wir auch ja genug Tabak haben und die niemals aufhören müssen zu rauchen. So. Ein Schiff wurde repariert. Ein Schiff wurde repariert, das ist schön. Dann kannst du ja weiterfahren, ne? Gibt es nochmal ein Kontor-Upgrade. Und dann müssen wir mal schauen. Ich baue nochmal mehr Schafsfarmen. Stimmt, da fehlt ja sowieso noch der zweite. So. Dann dürfte das eigentlich gehen. 300 Bürger haben wir schon. Bau einfach nochmal hier ein paar Häuser hin. Schad ja nix. So. Ja, beim Denkmal kann man noch so einen Platz machen. Hier kann man noch so einen netten Platz machen. Wir haben keine Steine mehr. Was ist das denn? So. Da eine Brücke, hier eine Brücke, hier eine Brücke. Da und da noch eine Brücke. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. So. Dann hier und da noch eine Brücke.
Und dann schauen wir mal, wie es ausschaut jetzt hier mit den Steinen. Geht ja gar nicht, dass wir hier keine Steine ranbekommen. Wieso war das eigentlich klar? So. 600 Einwohner haben wir. Hier haben wir 1700. Langsam steigend. Settlers, Burgers, Kaufleute. Ein Brand verdichtet eure Häuser. Es fehlt an Kakao. Es fehlt an Kakao. Das ist jetzt aber halt auch nicht so im Sinne des Erfinders, ne? Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Ich habe gerade nur den Brocken aus dem Fenster, aus dem Off drauf zufliegen sehen. Dachte mir so, jo, es ist vorbei. Jetzt geht's los. Ist einfach rum. Ist einfach vorbei. Ich habe den Feuerwehr abgerissen und keinen neuen gebaut. Ach, Trotto. So. Zum 100. Mal baue ich dir jetzt einen scheiß Steinbruch hin. So, das lassen wir da. Genau, das lassen wir da. Und du fährst dann mal hier. Ups. Da habe ich gerade einen System-Error gehabt. Oh, hier ist schon voll an Lager. Mensch, wie ging aber fix, du. Hier mit 170 Tonnen. Nicht schlecht, Herr Specht. Nahrungsstoffe, alles da, wunderbar. Da kommen auch schon die Steine rein. Freibeuter lauern euch auf. Setzt die Kosten. So. In die Wand, feines Schiff, in gutes die Schiff, Wand, liebes Schiff. Gut, ihr könnt euch weiterentwickeln, wie ihr lustig seid. Und wir gucken mal hier nach dem guten alten Kakao. So. 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 1, 2, 3. Katsching. So, dann hier einmal, da einmal und hier einmal. Den müssen wir schon hier machen, ne? Das muss ja irgendwie auch Sinn ergeben. So. Das zu, hier können wir noch dicht machen. Und dann packen wir mal 1, 2, 3 Plantagen hin. Laden jetzt nochmal den restlichen Stuff ab und 1, 2, 3. So, der restliche Quatsch hier wird wieder eingesackt. Hier rüber geschippert, abgeladen, in der Hoffnung, dass wir hier möglichst bald mal ne, die Kaufleute bekommen. Entschuldigung. Kurzer Ankerlichten. Schiffsreparatur beendet. System-Horror meinerseits. So, wie geht's rot? Der fühlt sich wohl, das ist schön. Macht Verlust des Todes, aber er dürfte ja genügend Ersparnisse haben, ne?
800 Einwohner. 800? Ach, das ist nicht... Boah, warte mal, das sind 50... Boah, ich brauche 100 Häuser, hatte ich ja gesagt. Oh Gott, 100 Häuser. Gut, vielleicht muss ich sie doch zu Kaufleuten upgraden, in Teil. Kaufleute waren 30 pro, glaube ich. Das heißt, wenn ich 10 Kaufleute habe, brauche ich 20 Bürgerhäuser weniger. Wenn ich 20 Häuser weniger habe, ich rein. Das heißt, von 1500 Einwohner, wenn ich exakt 100 Häuser habe, dann kann ich davon doch mal 500 durch 30 sind 7, irgendwas. Ne, Quatsch, 6,8 irgendwo so in die Richtung müsste es gehen, ne? Es fehlt an Kakao. Ich fühle mich doof. Ich fühle mich gerade richtig doof, schon wieder mal. Wieso bin ich denn jetzt auf 8 gekommen? 16,6. Achso, ja, ich habe zuerst 10 weggezogen, also 300 praktisch, und von den 200, wenn die 200 überbleiben, dann hast du ja knapp 21. Also bei 21 wären es ja dann 7, genau, und passt trotzdem nicht mit der 8, aber mein Gedankengang war im Groben richtig, auch wenn er nur sehr verwirrend und unnötig kompliziert gewesen ist. Ja, 16,6 Häuser könnten wir dann aus Kaufleuten bestehen, um trotzdem die 1000 Bürger Kaufleute zu bekommen. 1500 Einwohner und 1000 Bürger, so, ist richtig. Mm-hmm. 70 Siedler. Warte mal, das sind jetzt 6, 12, 18, 36, 36, 46, euer Konkurrent, 42, 48, 54. Dann haben wir hier noch, sind 62 Häuser haben wir jetzt. Das heißt, wir dürften insgesamt, was hatte ich gesagt, 15 passen in ein Haus rein. Das heißt, wir kommen ungefähr bei 930 rum. Die brauchen doch eigentlich nur ein Badehaus, um sich noch zu verbessern. Und Gewürze oder Kakao. Folgendes. Du schnappst dir mal hier ein bisschen Stuff. Ja, den Rest bekommst du von da, aber Werkzeug bräuchten wir noch ein bisschen. Und dann fangen wir an, hier die Insel mit Gewürzen voll zu kleistern. So. Dann können wir nämlich hier auch schon mal die Gewürze für die Hauptinsel herstellen, also für die zweite Hauptinsel herstellen. So ist der Plan. Können wir vielleicht zufälligerweise hier per Handel. Genau, das geht auch natürlich. Dann fährst du mal bitte hier rüber, holst Gewürze und fährst dann nochmal hier rüber, holst Gewürze und dann fährst du hier rüber und legst Gewürze ab. So, dann haben wir die Gewürze auch schon mal hier, ne? Geklärt. Kleidungsstücke sind Mangelware. Ich frage mich gerade, ich habe es doch gerade irgendwie prophezeit, dass ich hier den nächsten Vulkanausbruch haben muss, weil ich jetzt hier anfangen möchte, Gewürzplantagen zu bauen, ne? Das war doch jetzt meine eigene Schuld. Na egal. Wir ziehen es durch.
1, 2, 3, 4. Marktplatz. Feuerwehr. So. Zweite Feuerwehr. Packen wir hier hinten hin. Oder? Ja, doch. Ich könnte mal die dann auch wegreißen, weil wenn wir dann hier nämlich so und hier so, dann kommt die mir auch überall dran. So. So viel dazu. Dann können wir hier bestimmt noch, genau, das können wir aber drehen, dann passt es nämlich besser. Und hier. Ja, mein Gott, was soll der Konkurrent Geiz? Hat ein neues Schiff gebaut. Eins, zwei. Steine haben wir noch ein paar, das dürfte vielleicht sogar reichen. Ja, es schaut gut aus. So, hier, da. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ach, hier, echt? Die verehren mich. Was ist mit euch los? Hab wohl mal wieder die Schelle ausgesetzt, wa? Gute alte Bürgerschelle. So. So, und ganz wichtig. So. Dann fehlt nur noch ein Badehaus. So, dann können wir hier aber nochmal. So. Das ist jetzt ja doof. Mein liebes Gewürzschiff. Irgendwann musste es ja passieren. So, und der Rest, der noch über ist, den kannst du mal da hochfahren, theoretisch. Wollen ja hier nichts verschwenden. Das ist doch bestimmt auch irgendeine Route, oder? Ah, ja, gut, die Route. Die gute alte. Schmeißen mal das Zeug weg. Fährst du von hier nach hier und lädst die Gewürze ab. Los geht's. So, Steinstraße. Görsche. Zack, zack, zack. Feuerwehr weg. Haus hin. Zack, zack und zack. Oh, wir haben schon wieder keine Steine mehr. Das ist natürlich doof. Hier hinten muss dann nochmal ein Wirtshaus hin. Inklusive Schule. So. Die Schule. Na komm. Ja, sehr gut. So, Schule. Ja gut, da kommt es nicht mehr dran. Das ist bedauerlich. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Hä? Der kriegt doch eigentlich keine Schule ab. Egal. Ja gut, wenn jetzt... Obwohl, es ist eigentlich nicht schön, wenn hier die Häuser nicht wachsen. Wachsen täten. So, ihr geht mal da bitte zum Arzt. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denksoldaten wurden geheilt. Na, jetzt eskalieren sie hier aber. Jetzt wollen sie sich wahrscheinlich einschleimen für irgendwas. Als nächstes kommt hier, wir wollen das und das. So sieht's nämlich aus. Ich kenne doch meine Bürger. Die alten Schmierfinken.
Ein Brand vernichtet eure Häuser. Na, das ist ja schrecklich. Das ist ja ganz und gar tragisch. Ja, der gute alte Tragetisch. So, Jungs, jawohl, ihr seid fertig, Fürst. Das freut mich. Jawohl, mein Fürst. Kommt dann mal hier in der Mitte zusammen. Jawohl, mein Fürst. Und steht jetzt da rum. Das ist richtig. So, ihr hier oben seid glücklich. Schule haben wir jetzt hier auch noch eine. Und ein Wirtshaus am See kommt auch mit dazu. Gib mir einen Stein, sehr gut. Gib mir 5 Stein, gib mir 4 Stein, gib mir 3 Stein. Na Gott sei Dank habe ich da eine Feuerwehr, ja. Dieses eine Haus ist wirklich das, was mir jetzt noch fehlt, ja. Ist es das, was mir das Spiel sagen will? Dieses eine Haus muss jetzt zwingend noch bewirtet werden. So, Steine abladen hier. Tschüss, Holz. Setz die Vorsegel! So. Könnte sein, dass die Folge heute mal wieder etwas länger wird. Aber ich will unbedingt jetzt hier noch in dieser Folge das fertig bekommen. Das fehlt ja echt nicht mehr viel, ne? 1500 Einwohner brauchen wir hier. Ich würde sagen, das Badehaus, das packen wir mal so hier hinten hin. Damit es wirklich nicht viel abbekommt, aber die Häuser trotzdem wachsen können. So. Dann müssen wir jetzt nur noch warten. Mit den Ressourcen sieht es ja soweit auch gut aus, wie ich das gehört habe. Ja, einwandfrei hier zumindest. Und hier Nahrung geht zur Neige. Und Stoffe. Und allgemein ist alles kacke. Vielleicht hätte ich die Idee doch nicht abreißen sollen. Naja, egal. Bauen wir es halt wieder hin. So. Eure Stadt hat eine Größe von 2000 Einwohnern erreicht. Ach stimmt, jetzt weiß ich auch, warum sie sagen, hier mindestens 1500 Bürger, weil die ganzen Marktplätze und den ganzen Scheiß haben ja auch Einwohner. Wie dumm. Das ist ja richtig dumm. Aber okay. So. Gib ihr mir Stein. Brauchen Steine. So, wie schaut's aus, Jungs? Wollt ihr wachsen? Oder? Es fehlt an Stoffen. Oder eher nicht so. So, Stoffe, darum habe ich mich jetzt theoretisch gekümmert. Nahrung wollte ich noch irgendwas machen. Da können wir aber relativ einfach, denke ich, hier mittels. Na, so ein Zeug hier schnell und einfach Abhilfe schaffen. So. Wieso wachsen die denn nicht? Die haben doch hier. Fehlt doch nichts, bis auf Kakao. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Never. Ich brauche nie und nimmer einen Anweg. Also, das muss jetzt ein ganz dummer Zufall gewesen sein, dass gerade das Haus gewachsen ist in dem Moment, wo ich den Weg hier fertig gebaut habe. Das glaube ich nicht. Nee. Nee. Das kann so nicht sein. Das können sie wem anders erzählen, mir aber nicht. Nicht bei Anno 1602. Stoffe sind Mangelware. Ich finde es erstaunlich, dass das Kakao nicht reicht, was ich hier rankarre. Die baut auch sonst keiner. Wie zum Teufel ist das denn jetzt passiert? Kann mir das mal jemand sagen? Hat das Schiff nicht volle Kanonen?
Okay, einfach nochmal im Vorbeifahren, klatsch, eine mitgegeben, so eine Beifahrerschelle und weg ist es. So, eine Insel mit 1500 Kaufleuten haben wir. 2500 und eine 1500 mit 1000 Bürgern. Da fehlen nur noch die 2000. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Schupp, schupp, schupp. Bauen wir, weil wir es so schön finden, hier hinten noch eine Kirche hin. Und dieses Denkmal kriegt wird den Fischern gewidmet, welche da täglich ihr Leben für uns riskieren, indem sie aufs Meer hinausfahren mit ihren komischen Nussschalen da, um für uns leckeren Fisch zu fangen. Fisch, den ich im Übrigen selber überhaupt nicht esse, aber es geht ums Prinzip. So. Kuckucknat. Kuckucknat. So, folgendes. Du, liebes Schiffchen, du fährst jetzt von hier nach da, um den Leuten ihren Alkohol zu bringen. Die Felder verderben vor Trockenheit. Schon wieder? Oh, Leute. Ihr müsst echt mal was machen, ey. Schwört mal hier irgendwie ein paar, weiß nicht was. Beschwert mal irgendwas. Gibt's denn hier irgendwie so ein Gott der guten Ernte oder so ein Scheiß? Gibt's bestimmt. Den haben sie verärgert. So muss es sein. So. Was habe ich mir dabei gedacht, den da hinzustellen? Wie war mein Gedankengang dabei? Ich war der festen Überzeugung, dass das richtig ist, das zu tun, aber irgendwie haben meine vier Synapsen da nicht richtig geschalten, um logisch zu erkennen, dass das völliger Müll ist. So. Dann noch zwei Backers dazu. Ich denke, hier vorne passen die ganz gut hin, oder zumindest hier ein und da ein. So. Das wäre jetzt natürlich super stabil, wenn er hier hinten rumgefahren wäre, um den Fischer abzuholen. So. Ja. Abwarten. Die Jungs können wir auch mal rausholen. Die haben lang genug in der Burg Eier geschaukelt. Für unseren Herrn, mein Fürst. Es fehlt an Stoffen. Diensten, mein Fürst. Das ist ja doof. Das ist mir egal, solange sie die 2000 Einwohner halten. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Ist okay, ich baue noch eine Feuerwehr dahin, nur für euch. So, dann wit. Wir brauchen noch hier unsere 70 Einwohner. Ach, guck mal, die Feuerwehr habe ich ja auch sehr strategisch günstig hingestellt, ne? Das war ja voll durchdacht von mir. So, hier noch mehr Häuser. Die Folge sollte eigentlich schon länger vorbei sein jetzt, aber ich will jetzt hier die 50 Einwohner noch haben. Das will ich jetzt nicht in der nächsten Folge machen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Die kommen ja auch nicht so richtig aus dem Knick, die alten Schlawiner. Naja. Euch wird ein Handelsver. Guck mal, Rot ist auch wieder glücklich mit mir. Guck mal, die bieten sogar Alkohol an. Die könnte ich sogar von denen kaufen. Alkohol und Tabak. Aber wozu? Wozu sollte ich das tun? So, Leute. Drei. Ein noch. Kommt. Ihr wart erfolgreich.
Hä? Was ist denn das jetzt? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe niemals die Kampagne gespielt. Zumindest nicht komplett bis zu Ende. Dementsprechend ist das hier gerade tatsächlich das allererste Mal, dass ich das sehe. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, ich finde das total geil. Ist ja voll gut. Scheiße, geil. Ende. Da gibt's echt so eine Abschlusssequenz, dass man alles geschafft hat. Ich fasse es nicht. Ja, geil. Cool. Ich freue mich. Habe ich jetzt überhaupt die, also ja, die Abschlusssequenz mit dieser komischen Kirche da auf dem Berg, Kloster, was auch immer. Ja, klar. Das ist ja eigentlich immer so gewesen. Aber das jetzt? Oh, Ladi Waldfee. Das hat mich jetzt ein bisschen geflasht. Cool, nice. Freue ich mich drüber. Über solche Kleinigkeiten, die ich vorher noch nicht kannte. Also über alle Kleinigkeiten, die ich so im Laufe dieses Let's Plays jetzt schon herausgefunden habe, die ich vorher nicht kannte. Oh ja, gut. Dann würde ich sagen. Ja, Rot hatte noch ein bisschen Geld. Das. Aber. Ja, schöne Sache. Ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft. Im Auftrag des Königs. Platzmangel. Abgeschlossen. Alles durch. Alles wunderbar. Alles tutti frutti. Und als nächstes können wir dann mit den neuen Abenteuern anfangen. Ja, dann sind wir auch schon bald durch. Na gut, gucken wir mal, wie schnell die Teile hier gehen. Ich bedanke mich vielmals fürs Dabeisein, fürs Begleiten durch dieses nette kleine Let's Play. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl, wertes Volk.